Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen wunderschönen Folge Stone Attack. Und heute, meine lieben Damen und Herren, sind wir mit diesen wunderschönen Menschen zu einem ganz besonderen Anlass auf diesem wunderschönen Kanal. Denn heute, ihr seht hier unten schon einen wunderschönen Timer, gibt es ein kleines Special. Wenn ihr das seht, dann ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber mein Twitch-Kanal wird morgen, wenn ihr das seht, dann wird er heute an dem Tag, an dem ihr das seht, 10 Jahre alt. 10 Jahre lang mache ich das hier schon. Mein YouTube-Kanal hatte auch letztens mein Geburtstag. Mein YouTube-Kanal ist erst 10 Jahre alt geworden, dann ist mein Twitch-Kanal 10 Jahre alt geworden. Sehr, sehr, sehr wild. Aber wir wollen uns heute nicht so viel darum kümmern, sondern wir wollen uns heute endlich mal um eine Base kümmern. Wir haben theoretisch eine Base. Ich mag meine Base aber nicht. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Base, weil hier alles immer nur so dran geklatscht wurde und nie so ein richtiges geiles Theme oder sowas in der Art hatte. Dementsprechend werden wir uns heute darum kümmern, unsere Base hoffentlich auszubauen. Das wird bestimmt sehr lange dauern. Es kann sehr viel anderes mit dazu passieren. Es wird auch Stück für Stück so ein bisschen sein, aber ich kann euch mal ganz kurz erklären, was der Plan ist. Ich habe es schon mal grob gesagt, aber meine ganze Base soll wie ein Space-Ding wirken. Es soll wirken, als wären wir im Weltall. So soll die Base aussehen. Das heißt, ich würde gerne, wir sehen jetzt hier gerade alles, was eigentlich zu mir gehört. Also hier unten unsere Minikistenlage, hier hinten die Farm, Cobblestone-Farm, hier hinten die Drown-Farm und sowas. Und ich würde gerne alles hiervon zu, ihr seht hier oben schon angefangen, eine riesige organische Kuppel machen. Also einfach einen ganz, ganz, ganz großen Raum ausheben. Der soll nicht perfekt kuppelig sein, also einfach organisch groß imposant sein. Und die ganze Decke und die ganzen Wände davon werden zugekleistert mit Skalk. Da müssen wir gucken, wie wir später rankommen. Das können wir jetzt noch nicht machen, weil Skalk halt so ein bisschen diesen Sternenhimmel oder Weltraum-Vibe hat. So in der Art, also wie ein Endportal oder so, dass man da so reinguckt und sich denkt, wow, ist halt einfach unendlich da draußen. Das ist die Idee. Und dann bauen wir unsere ganzen Farmen, unsere Base, unser Lager. Alle diese Dinge sollen halt aussehen wie auf einer Mondbase oder so. Das heißt, irgendwelche vertikalen Farmen und sowas, irgendwie das Lager. Da kommt irgendwo noch, wir wollen Planeten in dieses Ding hier oben in der Luft mit reinmachen. Vielleicht so eine Art Space Station oder so. Lauter solche Dinge sollen da noch kommen. Das heißt, wir fangen jetzt schon mal an, grob unser... Was ist denn hier hinten? Ah, das sah gerade ganz komisch aus. Wir fangen jetzt schon mal an, grob die Outline davon zu machen, wie das unten aussehen soll, damit wir wissen, wie groß unsere Base wirklich später sein soll. Da werden wir jetzt ein bisschen buddeln und dann mal, ja, schauen, wie gut das wird. Weil eigentlich, also in die Richtung haben wir jetzt super viel Platz, ne? Vielleicht gehen wir sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Wird sich eigentlich auch anbieten, damit wir nicht ganz so nah hier dabei sind. Boah, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre das echt eigentlich gar nicht mal so bad. Na, aber da stehen die Farben so mittendrin, das ist halt auch irgendwie doof. Obwohl, die dürfen auch mittendrin stehen. Erster Teil ist ausgehöhlt, Freunde. Wir haben die erste Hälfte, Alter, das ist so riesig, ne? Die erste Hälfte davon komplett fertig. Ah, nee, noch nicht komplett fertig. Hier fehlt noch ein kleiner Teil, aber den macht er gerade schon. Die erste Hälfte von dem Ding steht eigentlich, mehr oder weniger. Heißt, wir machen gleich noch ein bisschen weiter, aber ich würde mir jetzt sehr gerne nochmal den einen oder anderen Strider reinfetzen. Also, ich glaube eher einen. Ich weiß nicht, ob wir genug haben für mehrere. Aber einen Strider nochmal probieren, damit wir vielleicht seine Haare bekommen. Wäre sehr, sehr geil, denn mit dem Item abzubauen wäre noch mal sehr viel besser. Deswegen probieren. Und sonst wird einfach neu abgebaut. 3 Strider haben wir getötet. Kein einziger davon hat gedroppt. Sehr schade. Das heißt, wir gehen wieder back to abbauen. Freunde, wir sind ready. So gut wie. Das hier ist gerade basically der Grund ist von unserem Raum. Das ist eigentlich ziemlich genau so die Größe, die ich haben wollte. Hier ganz links drüben fehlt noch ein bisschen was. Also hier, den Teil müssen wir noch machen, aber das sind halt 2 Blöcke so gefühlt. Ansonsten ist das ganze Ding ausgehoben von, na, der Größe jetzt. Die Höhe soll später ungefähr so werden wie hier um den Dreh. Das heißt, wer ist er eigentlich hier? Die Höhe soll ungefähr so werden wie das Ding hier oben. Und dann natürlich so nach unten. Alles weg davon. Aber das ist jetzt gerade mal so der Grundriss. Ist schon mal sehr, sehr, sehr geil. Ist wirklich schon ziemlich groß geworden. Aber ich glaube, wir grinden jetzt erstmal wieder ein bisschen für... Obwohl, wir können auch anfangen, das wieder ein bisschen auszuheben. Aber ich will jetzt unbedingt dieses Item haben. Das heißt, wir grinden jetzt ein bisschen weiter auf das Strider-Item, auf das Speed-Item. Und dann gucken wir. Hier wird gerade gesagt, zu rund. Aber ich finde es eigentlich nicht rund, oder? Ich finde es von der Form her eigentlich... perfekt, also echt relativ organisch, nicht so überrund. Und da kann ja noch ein bisschen Variation in der Höhe und so auch noch mit rein. Mal gucken. Meine Freunde werden mich begleiten auf dieser unglaublichen Reise.
beides gleichzeitig? Ach, Mann, das oh! Bitte, okay. Bitte, prage. Ich prage wirklich. Ihr gönnt diesmal, oder? Ihr gönnt. Aber, ja. kein Doppelwurf, oder doch? Okay, kein Doppelwurf. Kaputt. Boom! Ah. Wurde genau mittig. Ah. Okay, ich werf, okay? Ja. Okay. Bitte gönn! Einmal! Der gönnt. Ja, er hat gedroppt, ich hab's gesehen. Oh, Mann. Ich hab noch ein ganzes Impfzuckerrohr, hilft es? Nein. Dankt habe ich ihn! Oh, jawohl! Oh, endlich! Oh. Alter, und jetzt bieten wir zu denen. Let's go! Die zotteligen Pisshaare! Oh. Ja. Machen wir auf den Boden und gucken wir, ob die auch klappen. Mit jawohl, das wäre so geil. Ja. Ein Netherrack, aber kriegen wir nicht hin. Oh, jetzt ist mir schwindelig, weil ich nicht mehr geatmet habe. Ich hole Netherrack. Oh, Freunde, wir haben's. Geil, Mann. Oh, da ist es, Freunde. Das Photon. Der Dank hat's ermöglicht. Zack. Jawohl. Oh, wir haben's, Zucker, Alter. Wow. Und jetzt, Obacht, ab in die Offhand damit. Geht einfach nicht. Zack. Warp Speed activated. Du. Der magische Moment, Freunde. Oje. Das erste Viertel. Ist geschafft. Das erste Viertel von der untersten Etage ist geschafft. Sollten wir vielleicht mit dazu sagen. Es wird doch so viel, Alter. Oh, weia. Also wirklich, es wird doch so unglaublich viel. Wir fassen mal ganz kurz auf den Cam-Account. Gucken uns an, was da abgeht. Wir sind nämlich gerade... Boah, das wird so ein... Also das wird wirklich viel, was wir aushöhlen müssen, ne? Verdammt, Mann. Oh, weia. Ich würde voll gerne ein Viertel wirklich fertig bekommen und das Ganze machen. Also der Teil hier, wie gesagt, den haben wir jetzt schon komplett gemacht. Da ist echt schon ganz viel weg. Aber fehlt natürlich auch noch unglaublich viel. Ich glaube, es wäre ganz geil, wenn wir uns jetzt so Chunk für Chunk hier ein bisschen vorarbeiten. Und so brr, 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 wisst ihr, wie ich meine? Damit wir vielleicht diese Reihe hier drüben schon mal fertig haben. Ich glaube, das wird jetzt so mein nächstes Ziel. Aber ich würde auch sehr gerne ein bisschen mehr unser Lager und sowas machen. Beziehungsweise hier ein bisschen umstrukturieren. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Aber ja, wir setzen uns einfach mal in die Chunks hier hin, Alter. Lass uns einfach mal ja wirklich auf die Höhe, die wir hier auch haben, brr, brr, brr machen. Es ist once again der nächste Tag. Freunde, der Stream gestern ging sehr, sehr lange. Deswegen habt ihr gestern auch kein Video gesehen, weil wir basically noch nichts Richtiges Fertiges haben. Wir haben eine unglaublich große Fläche mittlerweile in unserer Base freigeschaltet. Oder frei gebuddelt eigentlich. Das hier ist gerade alles, was wir gestern noch geschafft haben. Hier unten ist unser Grundriss, so gesehen. Und hier oben, das ganze Ding ist das, was wir freigebuddelt haben. Sehr, 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 sehr viel Zeug. Aber wir wollen uns jetzt darum kümmern, hier noch mehr Zeug frei zu bekommen. Und zwar mit einem kleinen Tintier-Duper. Ist so ein bisschen der Call. Deswegen nehmen wir jetzt so die Mitte, die wir jetzt gerade haben. Und fatzen das ganze Ding mit so einer 2D-Quarry weg. Die hat Joe auch hier drin schon gebaut für deren Perimeter. Und das wollen wir hier drin halt praktisch auch haben. Das heißt, wir dupen hier, ja, jetzt eine relativ anständige Fläche hoffentlich weg. Vielleicht höhlen wir sogar noch ein bisschen mehr aus oder so. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, für jetzt nehmen wir erstmal das Ding hier in der Mitte. Also den Teil, den wir hier ausgehöhlt haben, den wollen wir jetzt erstmal wegfatzen. Die Farm müssen wir dafür gleich noch abbauen. Aber wir müssen jetzt auch erstmal die ganzen Rohstoffe dafür besorgen. Heißt, ja doch, wir bauen erstmal die Farm ab. Das ist halt ein bisschen doof, aber die stehen sonst halt voll im Weg rum. Und werden einfach nur weggesprengt und das will ich nicht. Deswegen machen wir die Dinger weg und dann besorgen wir uns die ganzen Items, die wir für den TNT-Tuber brauchen oder für die Quarry. Die fährt dann die ganze Zeit so links, rechts im Kreis und fatzt die alles weg. Aber das war ein Grind. Wir haben mittlerweile übrigens 322.139 Steine. Wir haben Farm komplett abgebaut.
Und wir haben auch schon die Kisten und sowas gesaved. Wir haben so gut wie alle Sachen, die wir für den Duper brauchen. Wir machen uns jetzt noch eine wunderschöne neue Fishing Rod. Und zwar Manning, Unbreaking und Lure. Damit wir ein bisschen angehen können. Wir brauchen nämlich für den TNT-Duper, den wir brauchen, eine Koralle. Das heißt, wir bauen den Oldschool-TNT-Duper. Nicht den, den wir bei der Koppelfarm haben. Weil den bei der Koppelfarm können wir nicht bewegen. Wir bauen einen mit Slimeblöcken, der sich bewegen kann. Und dafür brauchen wir die Koralle. Und die müssen wir angeln. Das heißt, wir brauchen eine zweite hiervon. Von einem Query-Schlüssel, den es hier gibt. Dementsprechend fatzen wir uns jetzt einfach mal ganz entspannt hier hin. Honigwabe in die Offhand und dann wird ein bisschen geangelt, bis wir hoffentlich gleich unseren Query-Schlüssel bekommen. Wäre sehr cool. Ich will auch so nochmal zusätzlich einen für, ja, einfach um halt einen zu haben, weil ich hätte auch voll gerne alle Items davon. Wir haben ihn, Freunde! Ist ein bisschen lächerlich jetzt, aber wir haben Query-Schlüssel. Geil, wir haben den zweiten. Das heißt, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Oh Mann, ey, ist für euch jetzt ein bisschen awkward. Ich habe gerade einfach ich habe gerade How Much Is The Fish von Scooter angemacht und instant hat der Query-Schlüssel gebissen, müsst ihr euch überlegen. Eieieiei. Okay, aber wir haben alles zusammen. Ich glaube, wir haben alles für unseren TNT-Duper. Das heißt, wenn jetzt unseren guten Freund Shrikercraft besuchen, der bringt uns nämlich bei, wie wir diesen wunderschönen TNT-Duper bauen können. Videos in der Videobeschreibung. Und wir fatzen das Ding jetzt mal nach oben und hoffen, dass das Ganze klappt. Unser Duper steht, Freunde. Ich hoffe, das Ganze geht. Es wird jetzt ein bisschen risky. Also die Maschine, way to dank, fährt praktisch nach vorne, kommt zurück, fährt einen Block nach links, fährt nach vorne, kommt zurück, fährt einen Block nach links. Und so ballert die eben das ganze Ding hier weg. Es könnte sein, dass wir ein bisschen zu wenig Platz hier haben und sich die Maschine gleich komplett selber zerlegt. Das wäre sehr schade. TPS sind aktiv. Bitte nicht Copper Farm usen gleich. Schreiben wir mit dazu, sonst nimmt TPS gleich auf 8 oder so. Wäre auch nicht so geil. Und eigentlich können wir jetzt den Block hier abbauen und dann sollte er anfangen hier, ja, halt zu dupen. Wir sind einfach sehr, hoffentlich geht es und hoffentlich zerlegt sich das Ding nicht selber. Wir haben 10 Blöcke, 10 Blöcke ist glaube ich das Minimum nach unten als Platz, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, es ist genug Platz davon frei. Here goes nothing, Freunde. Ja. Ja, 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 doch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Solange der sich nicht zu weit nach oben sprengt, sieht das sehr gut aus. Okay, der müsste jetzt gleich hier drüben ankommen. Ich glaube, ich habe die Blöcke hier falsch gesetzt. Nee, das ging, ne? Geil, Alter. Es funktioniert. Hammer. Der fetzt zurück. Der fetzt zurück. Okay, dann jetzt doppelte Fingercrossung. Aber absolut doppelte Fingercrossung. Dass er gleich beim Turnaround hier drüben auch wieder klappt. Da kommt er jetzt an und schiebt die Maschine wieder ein nach links rüber. Da hängt er auch nirgendwo fest. Also er sollte jetzt hier ankommen, Maschine ein nach links. Und dann macht er, wisst ihr, dann macht er jetzt die ganze Zeit so ein Vor-, Zurück, 3D-Drucker-mäßig. Ein zweiachsiger TNT-Duper. Ey, wer ihr Prey. Achtung! Jawoll, ey! Junge, wird das Ding weggefetzt jetzt. Geil! Duper hat sich vorhin ein wenig selber zerlegt. Ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, wie er funktioniert. Und ich glaube, wir haben ihn jetzt gerade auch wieder repariert. Wir haben ihn davor einmal so professorisch. Aber ich glaube, wir haben ihn jetzt auch wieder komplett repariert. Wir haben jetzt gerade so guten Drittel. Und auch hier drüben echt eine Menge Stuff schon abgebaut. Aber wird noch sehr viel fehlen mit der ganzen Kurve, die da praktisch nach unten gehen soll. Wenn jetzt alles geht, dann bauen wir den ab. Und der fährt. Jawohl! Okay, das ist sehr, sehr gut. Ich habe gerade nur ein bisschen Angst. Ich glaube, der wird hier drüben jetzt auf der falschen Seite ankommen. Weil sich das Ding hier verschoben hat, aber der Rest nicht. Komme ich hier hoch? Schnell genug? Oder kommt der hier an? Ne, der kommt hier an, ne? Der kommt perfekt beim Pisten an. Oh, okay, safe. Ne, dann ist alles gut. Ey, perfekt. Geil. Ich glaube, dann sollte jetzt wieder alles funktionieren. Dann sollte er jetzt wieder fahren. Der hat sich hier, genau, bei dem Ding hat er sich vorhin einmal selber zerschossen. Da ist ein TNT hochgespickt. Und hat den Duper halt zerstört. Das ist halt ein bisschen doof. Aber ich hoffe, das passiert nicht mehr
Oh, das ist echt ein bisschen Monka-S, ey. Wenn der hier halt sowas macht, ey, dass er dann einen straight hochschießt, ist die Chance halt schon... Ja, guck mal, wie er. Boah. Ey, bei dem müssen wir halt richtig doll aufpassen, ne? Das darf halt echt nicht passieren. Aber zumindest fetzt er jetzt gerade wieder die zweite Schiene drüben weg. Und wenn jetzt alles klappt, dann sollte er hier jetzt auch gleich wieder von selber weiterfahren. Das muss ich davor jetzt manuell machen immer. Aber theoretisch sollte das gleich passen. Was war denn mit dem Zombie gerade los? Wo kam der denn her, ey? Freunde, wir haben gerade was ganz Besonderes gefunden. Schaut euch den Kollegen hier an. Ein kleiner Fratz. Wir haben einen neuen Bewohner. Einfach so chillt der Kollege hier. Den müssen wir uns irgendwie als Souvenir mitnehmen. Wir müssen ihn hier hinten irgendwo reinbringen oder so. Der sollte... Alter, das wird der Bewacher. Das wird der Wächter unserer Basis, der Kollege, glaube ich. Das wird ehrlich der Wächter unserer Basis hier. Hoffentlich finden wir den wieder. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich mal wieder nach dem gucke, was mit ihm abgeht. Aber der muss erstmal da drin bleiben, bis wir einen coolen Platz für ihn haben. Duper läuft immer noch fleißig weiter. Sieht sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir gehen wieder back to Timelapse. Die letzten Dinger, die hier drüben noch fehlen. Ich habe einfach gar nichts zu essen, ey. Das ist so krampf hier oben. Aber unsere TNT-Maschine hat volle Leistung gegeben, ey. Und sehr, sehr, sehr viel geschafft. Wir können mal ganz kurz wieder hier rüber switchen. Das hier, boah, das ist schon wild, ne? Guck mal. Ey, was ein Chonker. Also das Loch ist sehr, sehr, sehr viel tiefer, als ich wollte. Wie gesagt, eigentlich hätte die Hälfte davon gereicht, normalerweise. Bis zu der Ebene, hier hätte er das ganze Ding normalerweise nur buddeln müssen, aber er hat halt viel tiefer gebuddelt, hier springt er gleich die Bienenfarm, glaube ich, ein bisschen weg, aber halt so gut funktioniert, hat das natürlich ein bisschen gedauert, aber trotzdem tausendmal schneller, als hätten wir das von Hand ausgebuddelt. Der Rest ist jetzt dann halt wirklich das ganze Ding hier zu machen, also ja, alles was jetzt nicht in der Mitte ist, an der Seite hier, so wie das Ding hier, halt ein bisschen kuppelförmig an den Grundriss hier unten zu connecten. Das wird auch nochmal sehr, sehr, sehr viel Zeit kosten. Und dann irgendwann mit Skalk, ich hoffe, dass wir einen Skalk Catalyst bekommen. Dann könnten wir nämlich hier unten eine Mopfer machen mit Skalk, den Skalk Charge mit Treppen nach oben leiten. Und dann könnten wir so richtig geil von der Mitte oben nach unten die ganze Kuppel mit Skalk aushöhlen. Das wäre so sick, wenn das klappen würde. Aber hier nochmal der wunderschöne TNT-Duper in all its glory, in voller Action, der Kollege hier. Absolut gigantisches Loch, was er jetzt gemacht hat. Nach unten werden wir es auch noch ein bisschen usen. Also, der ist zwar eigentlich nie geplant, dass der Boden auf der Höhe hier bleibt, aber das ist trotzdem ein bisschen zu tief. Vielleicht machen wir da mal so ein, vielleicht können wir so ein Kraterloch reinmachen. Ich würde ja voll gerne in die Base, das hier ist ja genau die Mitte der Base, deswegen ist ja auch hier dieses riesige Loch jetzt. Ich würde aber auch sehr gerne in die Mitte der Base eine große Rakete stellen, die sehr imposant in der Mitte nach oben geht und dann eben komplett außenrum die ganzen anderen Sachen. Das heißt, ja, hier in der Mitte so eine Rakete. In so einem großen Loch oder das hier als großes Kraterloch oder so, wäre auch eine sehr, sehr coole Idee. Aber für jetzt haben wir ein wunderschönes Loch gebuddelt. Ich bin sehr zufrieden, war unglaublich ein krasser Grind, war unglaublich, unglaublich viel. Falls ihr das Ganze jetzt gerade am Montag seht, dann ist tatsächlich kein 10 Jahre Twitch-Special mehr. Das war nämlich, weil die Folge heute eigentlich gestern kommen sollte, aber hat nicht so gut funktioniert. Deswegen haben wir jetzt das Ding hier. Ich bin sehr zufrieden. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter buddeln. Aber fürs Erste, boah, ich würde gerne wissen, wie viele Blöcke das hier sind, ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6. Ja, eigentlich 6 mal 6 Chunks, ne? 6 mal 6 Chunks und 100 Blöcke. So rum, ne? Eine Million! 921.000 Blöcke haben wir jetzt hier weggemacht. Basically eine Million. Das ist schon ordentlich. 300.000 davon von Hand ausgebuddelt und die restliche Million einfach gesprengt. Geil, Mann. Ey, das wird so sick.